Hi meine Freunde, was geht ab und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video sind brandneue Informationen da, Freunde, und zwar worüber ganz genau über die Live-Events in Fortnite. Ich werde euch in diesem Video alles erzählen, was ihr wissen müsst und mich würde es freuen, würdet ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren, um natürlich nichts mehr zu verpassen. Denkt dran, es ist Oktober, bald wird's gruselig, ne, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auch mal in den Item-Shop und da ist schon die erste Sache, und zwar das Die oder die Lexa Spin-Paket. Der Skin war jetzt knapp 800 Tage nicht mehr im Shop, ich glaube 763 oder so, ne, sehr, sehr selten der Skin gewesen, also 2 Jahre, ne, ungefähr, und der Skin ist jetzt wieder zurück im kompletten Bundle hier mit Skin, Rückenaccessoire, Spitzhacke und das ist von die Lexa, ne, sei ihr gegönnt, ist jetzt tatsächlich im Itemshop verfügbar. Natürlich nicht vergessen, wenn ihr euch was gönnt, immer einen Creator-Code eingeben und erneuern, falls er schon bei euch raus ist, ne, kostenlose Items, diese Regenbogen-Items, also wir feiern Frauen, sind auch noch da, gönnt euch die und jetzt gehen wir zum Live-Event-Thema. Und zwar, Freunde, ja, Richtung Live-Events, Konzert und so weiter und so fort gibt es einige Sachen, die geleakt worden sind. Und zwar war eine Unreal-Messe, also eine Unreal-Editor-Messe, so quasi, ne, diese Unreal-Editor, ist ja seit Chapter 4 auch bei uns in Fortnite vertreten und wir können diese wunderschöne Grafik erleben mit Lumen, Raytracing, Echtzeitreflexion und so weiter und so fort. Und es ist geschehen, sie haben tatsächlich relativ am Anfang die ganze Sache bestätigt, dass, ja, natürlich Events in Arbeit sind. Und nicht nur ein Event, nicht nur zwei Events, sondern einige Events, unter anderem auch ein Konzert. Wir werden uns gleich mal das angucken, was da genau gepostet worden ist. Das wurde so gesagt, ne, wir wissen ja auch einige Indizien zu einem Konzert, zu einem möglichen Konzert, aber angefangen natürlich mal mit dem, was wir wissen. Wir wissen, dass Epic Games auch mal eine Firma aufgekauft hat, ne? Epic Games hat eine Firma aufgekauft, das ist die Harmonix-Firma und sie hat Musikspiele und Musiksachen halt entwickelt und war da halt Gründer. Dementsprechend passt das auch gut zu einem Event. Wir wissen seit Monaten, dass diese Firma natürlich aufgekauft worden ist und wir wissen auch schon Ewigkeiten, dass Fortnite an einer Art Konzert oder Musikfestival, Harmonix-Festival in dem Sinne, arbeitet, ne? Viele sagen, es wurde geändert, es wurde verschrottet oder so weiter, aber dahingehend sind keine Infos bekannt. Wir wissen aber, dass ein Konzert kommen soll. Das wurde offiziell bestätigt von Fortnite, dass jetzt sie an einigen Events, unter anderem auch einem Konzert arbeiten. Und ein Konzert, Freunde, würde natürlich dahingehend mit dem Harmonix-Festival mega, mega gut zusammenpassen, weil wir haben auch einige Sänger, die vielleicht in Frage kommen und wir wissen auch dahingehend Bescheid, dieses Festival ist schon lange angekündigt. Ne, zum Beispiel, wir wissen, der Künstler und Sänger Mac Lippy hat einen Vertrag mit Fortnite unterzeichnet, den könnten wir eventuell sehen oder einige andere Kandidaten, die wir sehen könnten. Und die ganze Geschichte soll in einem Creative 2.0 Konzert stattfinden. Ganz, ganz wichtig, ne, das Harmonix Festival, was die ganze Zeit jetzt schon geleakt war, soll laut Leaks in Creative 2.0, also im Unreal Editor, stattfinden in Creative 2.0, also eine eigene Map sein, ne, wie so Kid Leroy quasi, also wie Kid Leroy Konzert, ne, und das war ziemlich, ziemlich insane, meiner Meinung nach. Auch wenn das jetzt nur in Creative 2.0 war, war das Konzert dennoch sehr, sehr gut, wurde jetzt offiziell von Fortnite halt so rausgehauen, dass sie an einem Konzert, also einer Art Musikfestival arbeiten. Ob das jetzt das Harmonix Festival ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall wissen wir in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wird auf jeden Fall ein Konzert, ein Musikfestival in Fortnite kommen. Ich gehe von Creative 2.0 aus, weil es für das Festival Harmonix Festival so geleakt worden war. Kann aber auch sein, dass wir wieder mal ein Konzert in Public bekommen, also ein Battle Royale. Bin ich echt gespannt. Dahingehend auch mehrere Infos in den neuesten Videos, wenn wir denn noch mehr wissen. Und auch abgesehen von Konzert, was wir jetzt besprochen haben, kommen auch ganz normale Events. Und zwar, wie ist das jetzt geplant? Was wissen wir denn schon zu normalen Live-Events? Wir wissen ganz, ganz viel, Leute beschweren sich und reden Chapter 4 schlecht, weil natürlich kein richtiges Live-Event kam. Und es wird auch laut den Leaks so sein, dass wir nur ein Event in Chapter 4 haben. Und zwar das End-Event, dann in der Season 5, wozu wir gleich kommen. Das wird ein End-Event sein, also von Chapter 4 auf Chapter 5 wird dieses Event logischerweise sein und stattfinden und natürlich das Kapitel abschließen. Aber ihr müsst wissen, das ist bis jetzt geleakt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir sonst kein Event in Chapter 4 bekommen werden, weil ja viel Fake auch rumgeht, ne? Aber woran liegt denn das auch nochmal? Haben wir ja schon mal angesprochen. Und zwar Fortnite hatte ja die Kündigungswelle und da mussten sie ganz, ganz viele Mitarbeiter eher entlassen. Sie haben extra schon, was Events, also Veranstaltungen und Marketing angeht, gespart. Und das erklärt auch, warum vielleicht nicht so viele Live-Events kamen. Und wie gesagt, Fortnite hat bestätigt, ihr Konzert haben wir schon angesprochen.
angesprochen, aber auch normale Live-Events sind ja in Arbeit. Nicht nur eins, sondern mehrere, ne? Da wird wahrscheinlich noch das Durian-Event, ne, das End-Event, was wir haben, das wird das sogenannte Durian-Event sein. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne, von Chapter 4 auf Chapter 5. Das End-Event wird Durian heißen und das heißt Durian und das wird auch stattfinden. Und so laut den Leaks zwischen 10 und 20 Minuten gehen. Also wird bestimmt ein richtig schöner Brecher, ein richtig schöner Banger und wird mal richtig schön wieder die Party hier aufmixen, ne? Das DMR weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, was ich davon halten soll. Die Schussrate ist eigentlich sehr, sehr niedrig. Der Damage ist zwar ein bisschen höher. Ja, man kann es spielen, vor allem im No-Build, aber im Bauen, wenn du echt gute Gegner hast, kann man damit echt nicht so viel anrichten. Und es wird an mehreren Events gleichzeitig gearbeitet und das Durian-Event ist schon seit Februar im Test, also das End-Event dieses Kapitels ist schon seit Februar, seit über einem halben Jahr jetzt im Test. Das heißt, ihr merkt schon, wie lange daran gearbeitet wird. Und hoffentlich ist es dann wieder so in Chapter 5, dass wir jede 2 Seasons, vielleicht auch jede 3 Seasons ein Live-Event haben, ne? Wir wissen ja, Chapter 5 soll wie Chapter 4 auch ein Jahr gehen, weil sie wollen da jetzt ein bisschen dran festhalten, dass die Kapitel ein Jahr gehen, ne? Ich finde, ein Jahr ist relativ kurz. Also ich finde es, 2 Jahre waren lang, vielleicht ein bisschen zu lang, ein Jahr, vielleicht ein Ticken zu kurz. Vielleicht machen wir aus 6 Seasons 1,5 Jahr. Mal gucken. Also könnt ihr mal euren Zeitraum schreiben, was ihr perfekt findet, ne? Ich finde eigentlich ein Jahr auch gut, ist auf jeden Fall echt, echt gute Zeit, vielleicht noch 2 Monate länger, könnten auf jeden Fall auch drin sein, aber naja, was will man machen? Das heißt, wir können uns auf jeden Fall gut jetzt schlafen. Die ganzen Leute, die Fortnite schlecht reden, ihr könnt beruhigt in euer Nest gehen und ein Röntchen schlafen. Denn ihr wisst jetzt, ja, es kommt ein Konzert, ne? Es kommt einige Events auf uns zu in der nächsten Zeit. Dahingehend gibt es noch keine näheren Details, ne? Aber jetzt kommen wir schon mal zu einer anderen Sache, und zwar die Zoom-DMR. Die ist ja gestern reingekommen. Wie gesagt, ich habe eben schon erzählt, was ich von der halte, beziehungsweise, dass ich noch kein richtiges Urteil bilden kann. Bei der gibt es aber einige Bugs, beziehungsweise ein Bug, den viele, viele Spieler haben, wie Ninja und so weiter auch, dass wenn ihr aimt, ne, ihr könnt ran und raus zoomen, der Zoom könnte vielleicht noch einen Ticken näher rangehen, aber naja, wie gesagt, das sind so Sachen, man kann auch über alles meckern, aber auf jeden Fall ist es natürlich so, dass diese DMR manchmal kein Fadenkreuz hier drin anzeigt, dass die Leute, die diese DMR spielen, manchmal kein Fadenkreuz haben und dann ist eigentlich diese Waffe unspielbar, ne, das hatte zum Beispiel Ninja, er hat sich Tape an den Bildschirm geklebt, ja, das geht auch, aber ihr wisst Bescheid, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr vielleicht auch mal den Bug habt, dass ihr dahingehend vielleicht nicht das Fadenkreuz sind. Ich sehe es jetzt, ne? Aber ja, keine Ahnung. Das ist jetzt mein Aim, was jetzt ein bisschen rein joked. Aber ansonsten die DMR. Es ist gewöhnungsbedürftig. Und jetzt natürlich zu Season 5, ne? Weil da wird auch ein dicker, fetter Stream kommen. Markiert euch das auf jeden Fall auch im Kalender, ne? Die Season 5, laut den Leaks und laut Battle Pass, laut dem, was wir jetzt wissen, wird Season 5 am 3. November starten. Also in 3 Wochen oder ungefähr so in 3 Wochen, roundabout 3 Wochen, bis Season 5 dann tatsächlich startet. Und zwar ist das der 3. November. Das ist laut dem Kalender ein Freitag, also nicht nur laut dem Kalender, dann ist das tatsächlich auch ein Freitag, ne? Ist ja logisch. Und am Freitag sollten dann wieder ganz regulär um 10 Uhr oder so, vielleicht schon früher, ich gehe da tatsächlich auch wieder so von 8, 9 Uhr aus, 8, 9 Uhr die Server gehen dann offline und dann im Laufe des Tages bis 13, 14, 15 Uhr sollten die Server mit der Season 5 kommen. Die Season 5 wird bis Anfang Dezember gehen, also nur knapp 4 Wochen. Das heißt, die Season 5, Leute, hat 4 Wochen Hammer-Content. 4 Wochen, es wird keinen Tag langweilig, das verspreche ich euch. Zudem haben wir noch das Rufus-Event, wir haben die Lego-Kooperation und vieles mehr, was kommen kann. Ne? Es wird auch die Tage ein Video zu den Fortnite-Mess geben, alles, was wir dann an diesen nächste Woche Dienstag erwarten können, denn da starten ja die Fortnite-Mess. Und nach am 2. Dezember, Leute, merkt ihr, das sind noch knapp 4 Wochen und dann ist die Season 5 zu Ende. Dann tatsächlich, Freunde, kommt Chapter 5. Also erst kommt am 2. Dezember, das ist auch nur laut den Leaks, also 100% sicher ist da nichts. Am 2. Dezember soll dann das End-Event kommen, das Durian-Event, was uns überleitet von Chapter 4 zu Chapter 5. Also am 2. Dezember ungefähr wieder 22 Uhr deutsche Zeit, ne? Die Tage können sich noch verschieben, aber so laut den Leaks, 2. Dezember um 22 Uhr. Und dann am 3. Dezember, einen Tag später, wie gewohnt, das neue Kapitel und mit allem Neuen. Zu Season 5 am 3. November und auch am 2. Dezember. Wir werden komplett alles streamen, was da möglich ist. Ihr werdet rund um die Uhr Videos bekommen. Ihr werdet Streams bekommen und alle Infos natürlich auf dem Kanal. Um natürlich auch nichts zu verpassen, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren.
In dem Sinne, Leute, waren das alle Infos, die relativ relevant waren. Nochmal kurz zusammengefasst, wir haben tatsächlich wieder Events, beziehungsweise diese Events sind ja nicht erst seit heute oder seit gestern in Arbeit. Epic hat die erste jetzt aber die Tage, beziehungsweise bei diesem Event, wieder angekündigt. Ein Konzert kommt, einige Events sind in Arbeit, Freunde. Das heißt, es geht wieder Action-Action los, ne? Wir werden bald ein Live-Event bekommen, vielleicht ein Konzert. Dann Season 5, Chapter 5 und alles, was kommt. Ich freue mich, das war's gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.